Und der Schill meldet sich soweit von Shakes and Fidgets. Zum gemütlichen Einstieg für die, die meinen Krieger so gern haben, gibt's wieder ein paar Wirbelwind-Dungeon-Etagen und danach ganz wie gehabt S14 und S33 natürlich. Genau, das Wochenende nähert sich in immer größer werdenden Schritten. Das heißt wieder, genau, schönes Event. Moment, ganz kurz. Boah, schade. Man kann hier einmal blättern. Eine Treibsanduhr. Und hier, den Trank kann ich mir kaufen. Kann man auch direkt aufs Bildchen ziehen, dann erspart man sich so einiges. Nämlich 2 Sekunden seiner Zeit. Aber Zeit ist Geld und Geld ist Gold. Nein, Moment. Was nehme ich denn? Ich würde mal sagen, Kundis sind die größere Herausforderung für mich. Und jetzt, ui. Da wird dieser Trank abgebrochen. Ausdauer. Auch wenn es ein mittlerer ist. Gut. 100 Millionen habe ich bereits. Das meiste davon ist eben aus diesem Wirbelwindsturm, Dungeon und so weiter und so fort. Da war es ja schon etwas kniffliger. Also, da konnte ich... Da war es schon ziemlich knapp, sage ich jetzt mal. Moment, ich vergesse immer den Thron bei mir am Ohr leiser zu stellen. Ich will mich ja auch hören. Also, genau, hier mache ich mal feucht fröhlich weiter. Und lasse die Woche ins Wochenende ausklingen. Noch nicht ganz. Hoch die Hände, Wochenende dürfen wir erst morgen sagen. Außer man ist selbstständig, dann darf man das nie sagen. Denn dann arbeitet man selbst, für sich selbst und ständig. So läuft es. Aber ich muss sagen, die Zeit ist jetzt ziemlich schnell, oh, ich habe vergessen nachzusehen, Brustpanzer, ziemlich schnell verstrichen. So plötzlich alle Adventmärkte und bei uns in Österreich sagt man Christkindlmärkte haben geöffnet und Dekoration geschmückt, Weihnachtsmusik, Mariah Carey, oh mein Gott, ja, es fängt schon wieder an, es geht schon wieder los. Ich muss sagen, das lief jetzt ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Und dann das Geschenke. Wow, das war knapp. Das Geschenke suchen. Der Zinnsoldat erinnert mich auch an Weihnachten. Nein, eher so ein Genussknacker. Da gibt es ja auch den Osterhasen. Also heißt Osterhase, ist aber ein Weihnachtsmann. Als Turmetagengegner. Ich bin mir sicher, auch in Jackson Fidget wird es wieder ein Weihnachtsevent geben. Ja, und irgendwie... Ich weiß nicht, die Zeit... Verstreicht so schnell, die Zeit läuft einfach nur so dahin. Liegt das an mir oder haben die Tage plötzlich weniger Stunden oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin aber auch einer, der dann irgendwann, zwar noch nicht jetzt, aber so sagen wir mal in einigen Tagen beziehungsweise ein paar Wochen, der dann auch sagt, ja, okay, jetzt ist es irgendwie schön auch, diese ganze besinnliche Zeit zu haben. Aber ich muss nicht so früh damit beginnen, ernsthaft. Ich habe bei mir zu Hause auch... Also ich wohne nicht zu Hause. Nicht bei meinen Eltern. Ich wohne zu Hause, aber zu Hause ist nicht bei meinen Eltern. Seit fünf... Der Oster ist er ja! Seit mehr als 5 Jahren. Das ist, wie gesagt, die Zeit verstreicht einfach zu schnell. Wohne ich nicht mehr zu Hause. Und hier ist noch nichts weihnachtlich. Kein Weihnachtsmann, kein... Keine Lichterkette, kein gar nichts. Das wird so, ich weiß nicht, vor Dezember tut sich da bei mir nichts. Das ist doch zu früh. Man muss doch nicht ein halbes Jahr dieses Fest feiern. Irgendwie, finde ich. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Also einen Pilz bekommen, der erste des Tages. Zumindest das sollte ich vielleicht machen. Die erste Quest des Tages annehmen, dass ich da immer einen kostenlosen Pilz bekomme. Na gut. Ich würde mal sagen, so 20 Etagen waren es immer, die ich pro Video gemacht habe. Das heißt, bei 171, soweit muss ich dann, aber hey, jetzt wird bald der erste Versuch kommen, wo ich verliere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, das war wieder ein schöner und das war wieder ein schlechter Zornochs am Freitag, den 13. Jo, 30 Millionen Gold gemacht, mal wieder. Und einige Dungeons. Irgendwann bin ich dann da auch fertig sozusagen, wo der Charakter an seine Grenzen stößt. Na gut, aber das sollte nur mal ganz kurz zur Einleitung der Krieger gewesen sein für Kriegerfans eben. Das bin ich. Das ist mein Hauptcharakter. 3,92 bis zum Wochenende sollte das Level-Up drin sein. Jetzt erstmal den Divestor knapp in Rente schicken.
und hier und sowieso und tralala. Was habe ich denn da schon wieder bekommen? Moment mal. 293, 292 und ein Ausdauerstein. Ich denke mal, den werfe ich heute rein. Yo, also bitte, ich hoffe, dass da... Hey, das gefällt mir, die Farben, die Komposition der Farben hier. Hoffentlich ist heute mal eine Zutat Amulette. Ich will diese Items loswerden, das gibt's ja wohl nicht. Könnt ihr mal bitte etwas als Zutat anbieten, was ich habe? Dankeschön, das wäre sehr nett. So, da nehme ich dich. Du hast wenig Geschick, ich achte immer auf das Hauptattribut, obwohl das nicht der einzige Faktor ist. Das Level muss man eigentlich auch betrachten und was man in dieser... Yo! Was man in dieser Ansicht nicht sieht, den Gildenbonus und den normalen Dämonenportalbonus, genau. Yo, also, weil, wenn hier jemand, sagen wir mal, in keiner Gilde ist, okay, das würde man sehen, aber wenn jemand, ja, wie auch immer, man sieht es ja, 46%, 39%, das ist schon gewaltig. Also, was kaufe ich denn da? Zwei Tränke davon und einer kommt nach, den ich direkt nochmal kaufen kann. Schön, 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 schön. Nicht allerdings die Lucky Coins. Die sind alles andere als schön, aber was willst du tun? Was willst du tun? 5 Millionen, dankeschön. Boah, ich dachte schon wieder, zwei miese Quests. Die dritte muss jetzt gut sein. Und das war sie dann auch. So, noch immer 3 Tage, das gibt's ja wohl nicht. Und aufgrund von Holzmangel, 81181. Könnte eine Telefonnummer sein. Rufen Sie an. 81 181. Wir werden Ihnen weiterhelfen. Genau. So. Und auf jeden Fall, deshalb kann ich keine Edelsteine suchen. Und das ist doof. Dann werfe ich morgen... Nein, den schwarzen Edelstein werfe ich nicht rein. Dann werfe ich ein Item rein. Denn meine Begleiter müssen hier auch stärker werden. Und dass ich erst gar nicht in Versuchung komme, weil ob jetzt 25 oder 30 Mana... Das ist schon ziemlich egal. Deshalb, Krieger, freu dich und back dir ein Eis. Beziehungsweise eigentlich, wenn ich den Ring nicht selbst trage, kann den ja auch jemand nehmen. Irgendwie die Kunigunde zum Beispiel direkt. Und das ist ein Upgrade beim Ring und die alle Attribute, ja, kann sie auch nehmen. So, man muss mal auf den Tisch klopfen und Entscheidungen treffen und nicht immer so lange überlegen. Weg damit. Und die Entscheidung habe ich jetzt getroffen. Wenn ich den Ring irgendwann mal haben möchte, weil ich einen besseren Stein finde oder so, dann kann ich den ja noch immer von der Kunigunde klauen. So ist es ja nicht. Der ist ja jetzt nicht klassengebunden oder so. Na gut, Rang 41, da bin ich jetzt felsenfest irgendwie so in den letzten Tagen. Weil alle anderen, die rasen davon, sage ich jetzt mal. Ja, aber man kann, wenn man dann mit den 10 Versuchen durch ist, greife ich immer ganz gerne die Leute ohne Gilde an. Erstens ist das ein 100%iger Win. Wie gesagt, hier keine Prozente. Das heißt, der Schaden ist ziemlich schlecht. Und außerdem fühlt sich da niemand angegriffen oder so. Obwohl ich angreife. Aber die sind sowieso inaktiv und wissen dann gar nicht, dass sie angegriffen wurden. Von daher... So, das Gildengeblinken nervt ein bisschen, da muss ich immer reinklicken. Deshalb würde ich sagen, gehe ich auch direkt zum blutrünstigen Baron über. Noch ein Crit, das ist gut. Ich habe jetzt eine kritische Trefferserie bei dem in den letzten Tagen. Freut mich. Exitus Prime 41, ich hoffe, die kritische Trefferserie kann ich hier fortführen. Och, nein, nein, nein. 44.000 Lebenspunkte. In einem solchen Moment wünscht man sich, dass man ein bisschen mehr Ausdauer geskillt hätte oder keine Ahnung. Oder ein Level mehr, dann ist die Formel höher und so für Ausdauer, Lebenspunkte. Ein Level von mir, ach, egal. Ja, das waren, oh mein Gott, das waren 9%. Was macht ihr nur mit mir? Was macht ihr nur? Ihr macht ja noch schlimmere Sachen als Selgor der Höllische mit mir. Ja, so sieht's aus. Vielleicht soll ich das morgen machen, weil das ein stärker Gegner ist. Ich meine, es bewirkt nicht allzu viel, aber ich kann ja mal noch ein bisschen stärkes, obwohl, wow, 2,8 Millionen kostet das schon. Ja, ich sag mal, bis zwischen 3 und 4 Millionen kann ich noch hochgehen. Alles andere ist dann eher unnötig, aber... Oh, mal schauen. Das kann ich auch. Ich überprüfe immer die anderen Leute so.
Was haben die denn bei den Nebenattributen? 2700. 3200, das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. 2900, ja, das ist gerade so die Grenze. Wow, 3200. Weil hier 3300, das kostet 10 Millionen. Dann kostet das ja fast 8 oder so. Nö, das lohnt sich nicht, muss man sagen, weil eine Verteidigung erhöht sich ja nur bei 2x Stärke. Ja, so weit werde ich auf jeden Fall nicht skillen. Aber 100 Punkte sind eventuell noch drin. So, dann muss ich natürlich auch wie immer zu den Begleitern übergehen. Feuer ist heute dran, 427. Ich bekämpfe mal wieder Feuer. Mit Feuer. Gibt es da nicht so ein Sprichwort? Feuer mit Feuer bekämpfen? Oder irgendwie so? Mantiflam, 100. Ja, dir fehlt allerdings noch die Vastor. Ist nicht so einfach, den down zu bekommen, aber Mantiflam ist der Einzige, der es aktuell packen kann. Also, ja, das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Irgendwann hast du ihn aber dann. So, 96er Devastor. So will ich das sehen. Genauso wie ich diese schöne Quest sehen möchte. Also, Schlumpfer, 428. Was mir gerade so einfällt, aber das wäre, glaube ich, zu heftig, viel zu heftig. Wir überlegen ja immer so, was, ich habe die Erdbeere schon gesehen, was kann man dann mit den Früchten anstellen, wenn man alle Begleiter irgendwann in einigen Monaten auf Level 100 hat. Also echt alle. Was mir gerade so einfällt, weil ich die Frucht aus Versehen auf meinen Charakter ziehen wollte. Also, das ist ja hier Stärke und Feuer zum Beispiel Glück. Ich ziehe die Frucht dann auf meinen Charakter und bekomme plus 1 Glück. Das wäre aber krass, oder? Nein, das wäre zu heftig. Weil man findet ja so viele Früchte. Aber das wäre jetzt gerade so eine spontane Idee, die eigentlich, wenn man sie ein bisschen balancen würde, nicht so verkehrt wäre. Sagen wir mal, man muss 50 Früchte dafür verwenden. Man fusioniert diese 50 Früchte und bekommt dann einen Intelligenzpunkt für 50 Äpfel oder so. Das ist ja in Ordnung. Oder 25 oder keine Ahnung. Nein, Quatsch. Einfach nur so eine Idee, die mir gerade in den Sinn kam. Und damit ist die Vastor mal auf Level 98. Ich kann ihn heute nicht füttern, aber rein theoretisch hat er das Level in der Tasche. Und jetzt hier 99, wenn ich Glück habe. Jawohl, Kanockel macht den Sack zu. Und der Florian beschert mir Level 100 für die Vastor. Aber nicht mehr heute, auch nicht morgen. Morgen wird er 99 erreichen. Aber in 2 Tagen dann 100. Ist dann echt der zweite Begleiter, der zweite letzte, der Level 100 bei mir erreicht. Schön. Ja, so geht's ganz gut voran, würde ich mal sagen. Dann zu guter Letzt noch S33, da habe ich mir ein Abenteuer gespeichert. Doch warum hat der Schilling das getan? Rufen Sie an, 81 181 und erfahren Sie mehr. Ja, weiche noch ein paar Mal aus, wir haben ja Zeit, ja klar. Nochmal? Nö, er lässt sich mal treffen. Und er lässt sich sogar ein zweites Mal treffen, denn ich habe ein Lichtei bekommen, ohne danach zu suchen. Einfach so, es ist also möglich, hier ab und zu mal ein Ei zu finden, einfach nur random. Da würde ich eigentlich jetzt eher zu Tivich wechseln, muss ich sagen, weil der Magier ist nicht gerade der Yellow from the Egg, würde ich sagen. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch, denn ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, mit dem ist es einfacher, Killridge hier zu bekommen, als mit The Vuk, weil der ist Magier und der kann nicht so mit ausweichen, deshalb wechsle ich jetzt. Das ist vollkommen doof, was ich hier alles mache, aber ich klicke da nur feucht fröhlich vor mich hin, muss auch hier jetzt im Feuerhabitat mir einen neuen Begleiter holen. Feugel 100 und wen hole ich mir? Sumsum eventuell oder Dragopyr, den gibt es dann immer Waffenladen oder Zauberladen, eines von beiden, auf jeden Fall. Dann hier kann ich mir vielleicht eine Frucht holen. Nein, kann ich leider nicht. Da hätte ich selbst auch Feuer nehmen müssen. Na egal. So, ist hier was? Nein, kein Trank. Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Da wird ebenfalls ausgebaut die Schützengilde, einfach weil die das Gold, nein, die Ressourcen nicht für irgendwas anderes gereicht haben. Hier habe ich sogar mehr Lucky Coins. Das wundert mich gerade ein wenig. Na egal. Also, was sagt die Hexe?
Kopfbedeckungen. Nein, leider nicht. Okay, dann hoffe ich jetzt auf mehr als 10% beim Gefräßigen. 12, ja, es waren mehr als 10. Aber knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. Ach so, weil ich das Habitat bezwungen habe. Ja, na gut, dann würde ich mal sagen, neigt sich diese Folge auch schön langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach. Bin ich so weiter.